Jo, hallihallo, ich bin's mal wieder, euer Elektromagnet. Ja, ich habe mich extra beeilt für euch. Genau. Herzlich willkommen beim nächsten Video zum Iron Man Mark III bei Fanhome. Genau, es geht wieder weiter. Es geht wieder weiter. Darum nicht lange gequatscht. Genau, es geht weiter mit dem letzten, mit dem Paket, was in dem letzten Video, was vor ein paar Tagen erschienen ist. Genau. Wo ich drüber geredet habe oder was ich gemacht habe, damit geht es jetzt weiter. Genau, und das sind sie halt. Und wir sehen halt hier, genau. Das sind wir befinden. Wir kümmern uns diesmal, genau, um die Phasen 39 bis 40. Genau. 39 bis 40 ist hier angesagt. Ich muss hier nochmal nachgucken. Eigentlich hatte ich, genau. Obwohl hier steht. Nee, Fehler von mir, Entschuldigung. 39 bis 42. Ich gehe jetzt ja mal die Viererreihe, genau. 39 bis 42. Das ist aktuell angesagt, wer mein letztes Video gesehen hat. Ich werde euch den Link von dem letzten Video ans Ende dieses Videos schicken. Könnt ihr dann nochmal nachgucken. Genau da, der weiß, es wird jetzt echt interessant. Es wird jetzt echt interessant, wie das jetzt hier weitergeht. Ich bin echt gespannt auf jeden Fall. Darum ja, ja, das. Also. Das ist das Typische. Man muss es ja immer wiederholen. Ist leider so. Das ist das typische Fan-Home-Paket. Genau. Wenn man das abonniert, kriegt man Geschenke ab bestimmter Anzahl von Lieferungen. Klar, dieser Iron Man kostet ein bisschen mehr. Ich reg mich nicht auf. Qualität muss bezahlt werden. Und mir ist die Qualität verdammt. Und ich finde die Qualität mega super. Also richtig gut. Und wie ihr sagt, man kriegt die eine von diesen Zeitungen kommt ja wöchentlich. Wenn man das abonniert, um Lieferungen zu sparen. Versandkosten zu sparen, kommen halt für alle vier Hefte in einen Karton, so wie es hier ist, also hat man immer vier Hefte, genau. So sieht das Übliche aus und dann hat man hier genau diese schönen einzelnen Tütchen. Wenn man das im Laden kauft, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, dann hat man natürlich noch so eine typische Verpackung. Ja, mehr ist nicht drin, mehr gibt es nicht. Rechnung da. Ja, schon im letzten Video. Ich wiederhole es ja immer wieder. Die Katzen guckt. Ja, Kalle. Das ist so. Ja, Kalle, ja, genau. Jo, auf jeden Fall sind das die aktuellen Phasen. Genau. Das sind sie. Das sind sie. Und hier, wo ich sagen soll. Das ist schon mega schwer. Ja. Wer sich ein bisschen eigentlich auskennt mit dem Iron Man vom Mark III Anzug, der weiß genau, was das für dieses Teil ist, ja genau. Nächstes Jahr, das ist typisch, also die Qualität, ja, wie gesagt. Es ist halt jedes Mal so eingepackt, einzeln, übersichtlich. Dann die Schrauben und dann immer wieder, wenn man vier Schrauben braucht, sind fünf dabei. Immer eine in Reserve, genau, das ist es ja, oder? Wenn man zwei Aufkleber braucht, wenn man einen Aufkleber braucht, sind zwei dabei, immer eins mehr, genau. Das ist es ja. Das, wo ich rauf richtig gespannt bin, ist halt das hier. Es wird echt metallisch. Wirklich. Wir kümmern uns weiter um das linke Bein. Das sind alles Komponenten für Dinge. Also sowas hatte ich hier noch nie. Also das hatte ich, sind echt Designteile. Da, genau. Genau. Das sehe ich jetzt schon. Das sind die Teile vom Unterschenkel. Genau. Die Rückteile vom Unterschenkel vom Stiefel. Genau. Das ist es. Das, wenn ihr das mal seht hier. Richtig genial, oh Mann ey. Sowas würde ich auch gerne herstellen, wenn ich es könnte. So. Also das ist echt gut. Also vom Design her kann man, also von der Detailgetreuigkeit kann man echt nicht meckern. Ja, wie gesagt. Hier ist weiter. Das ist glaube ich Kunststoff, oder? Ja, das ist Kunststoff, genau. Aber das ist hier Metall und das ist hier auch Metall. Das merkt man schon am Gewicht. Ja, das ist halt das, was ich mich jetzt drum kümmern werde. Ich denke mal, wir werden dieses Bein, ich sehe jetzt gerade, man sieht ja, man hat ja, wie gesagt, man hat die Hefte durchnummeriert, 39, das ist die 40, das ist die 41, das ist die 42, die da durchnummeriert, dann sieht man dann halt hier schon, wie es weiter wird. Und hier sehe ich auch schon beim Heft 40, das ist halt Unterschenkel, die Verbindung endlich mit dem Fuß. Vielleicht kriegen wir sogar das Bein halbwegs schon, nee, Unterschenkel, ich denke mal, bis zum Unterschenkel wird es was. Also kompletten Unterschenkel, arbeiten ganz hoch und dann geht es dann weiter mit dem rechten Bein. Und dann, wenn die beiden Beine fertig sind, dann widmen wir uns den Torso. Genau. Das ist ja. Wir reden gleich noch über die Hefte. Das mache ich ja immer. Genau, oh hier. Sonderheft 5. Sonderheft 40. Sonderheft zum Film.
Weißt du? Das ist mir gespannt. Ja, genau. Und dann geht es natürlich weiter. Die große Überraschung, wo ich schon seit schon eine Weile, seit ich es habe, gehypt bin, weil ich habe mich da möchte ich gerne reingucken, weil das den Karton, den ihr da eben gesehen habt, das ist normalerweise die Standardgröße. Das ist die Standardgröße, wie ich immer die Hefte kriege. Also ja, es geht manchmal auch kleiner. Das ist der Karton, der nach dem hier, denn das hier ist das nächste. Genau, das ist ganz schön groß. Und da habe ich schon die ganze Zeit überlegt, auch meine Freundin, was ist da drin? Da ich sage, weiß ich nicht. Also ich tendiere mal, dass hier ein Werbegeschenk drin ist oder irgendwas Besonderes zu dem Ironman. Irgendwas ist hier drin, warum der Karton so groß ist. Und der ist auch richtig schwer. Und da freue ich mich auch schon, das aufzumachen. Das mache ich aber erst, wie immer, am Ende vom Video. Da gucken wir rein, lassen uns überraschen. Und dann kann ich euch sagen, ich darf mich schon demnächst schon um diesen Inhalt kümmern, denn heute ist der Karton nach diesem Karton gekommen. Der ist wieder kleiner, also der ist kleiner als der aktuell jetzt, die ich jetzt kümmere. Also der ist die kleinere Version. Also kann ich mich demnächst, wird das Video zu diesem Karton demnächst geben. Ich versuche mich zu übereilen, ich habe so viel Stoff. So, also aktuell könnte ich auch so viele Videos machen. Die Aftermovies hängen ein bisschen hinterher, aber naja, Marvel ist in dem Moment mir wichtiger. Ja, darum gucken wir auf jeden Fall. Oh, ich bin so gespannt, ey. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. Wow, naja, gut. Das stehen wir erstmal zur Seite, wie gesagt. Die Bausätze, da kümmere ich mich jetzt drum. Und jetzt gehen wir nochmal die einzelnen Hefte durch. Genau. Auf jeden Fall werde ich den Iron Man Mark 3 von Fan Home, wenn euch diese Figur, dieses Konstrukt oder dieses geile Teil auch interessieren sollte, werde ich euch den Link in die Videobeschreibung setzen. Da könnt ihr dann wohin kommen. Wie gesagt, er kostet pro Ausgabe 12,99 €. Ist halt ein bisschen was. Jeden Monat halt kommt man auf seine 50 € ohne Versandkosten. Aber ich kann es nur sagen, nach dem langen Zeit, wie ich ihn jetzt mache, ich bin ja von Anfang an dabei. Ehrlich gesagt, ich bin super begeistert. Ich freue mich echt, wenn der mal irgendwann fertig ist. Ich habe immer noch keine Idee, wo ich ihn stelle. Weil mein Zimmer eigentlich schon viel zu klein ist für meinen ganzen Nerd-Stuff. Mit den Marvel Legends Figuren, da hänge ich ja auch hinterher. Da gibt es ja auch gerade mal ein Video. Da habe ich auch schon so einige. Und das wird auch für nächstes Jahr kommen auch mehr dazu. Weil das ja auch noch rein, aber das ist halt ja, dafür, weil ich freue mich immer, dass ihr das macht. Wie gesagt, gut, wir haben jetzt, wie gesagt, aktuell das Heft 39, genau, da war noch steht drauf, entdecke die Geschichte von Iron Man. Da geht es dann um den Submariner Argo. Submariner ist halt unter Wasser, weil Submariner ist halt ein Hammer, ja, nur zur Info, genau. Und die Trennung Ende einer Ära. Als Marvel 2004 beschloss, sich auf die Zukunft auszurichten, wurde Iron Man Volume 3 und Avengers Volume 3 2 Reihen, die 1980 geschortet waren, zu einem spektakulären Abschluss gebracht. Darum geht es dann. Die Trennung Ende einer Ära. Genau, da reden sie dann drüber, über zwei verschiedene Storylines. Genau. Da. Mir fehlen die Mittel, um Avengers weiter zu finanzieren. Da reden wir dann. Geht es halt darum. Verhängnisvoller Einfluss. Das ist auch noch die Zeit, wo ich noch gelesen habe. Und kurz nach 2000er, um 2001, 2002 habe ich dann aufgehört, Comics durch das Soldatensaal sein. Da war halt nicht mehr so viel Zeit da. Und dann hat sich halt erstmal verlaufen. Aber jetzt stecke ich wieder tief drin und mache dann natürlich weiter. Wie gesagt, ja, darum geht es dann. Und dann fangen wir an. Die Mark 3 Rüstung, linkes Bein 1. Genau, es geht hier genau um das linke Bein. Genau. Da geht es natürlich weiter, denn wir haben ja schon beim linken Bein angefangen. Und hier ist es halt Unterschenkel. Genau, das ist das Teil vom Unterschenkel. Wie gesagt, es ist detailgetreu, alles genau offiziell, was man wo anbringen muss. Und dann hat man die halt diese die Ansicht, wie das dann halt fertig aussieht. Genau, das seht ihr ja dann hier. Das dunkelblaue habe ich schon, das rote ist aktuell und das hellblaue ist halt das, was noch fehlt. Seht ihr? Also, das ist echt. Aber an manchen Stellen ist halt dieser Zusammenbau
echt nicht ohne. Also es gibt manche Sachen, eigentlich ist es einfacher, aber manche Situationen, wo ich muss echt sagen, ich bin kein Grobmotoriker, manchmal muss ich auch echt sagen, das ist ganz schön tricky. Ja, dann gibt's halt, dann geht's weiter auf der nächsten Seite, Happy Hogan, starker Boxer, treuer Freund, genau. Der beste Freund von Tony Stark, Happy Hogan. Genau. Im MCU ist es halt nun mal der, weißt du, der Papa oder die Liebschaft von der Tante May. Genau, Happy Hogan, weil Iron Man war jetzt ja nicht mehr unter uns. Genau, ne? Action-Tiefe mehr. Genau, die Submarine Argo. Genau, die Rüstung für den Unterwasserbereich. Das ist es halt. Ja, also jede Rüstung. Müsste aber bald fertig sein, weil aktuell, ich weiß gar nicht, wie viele Rüstungen aktuell Iron Man hat. Ich glaube um die 50. 50 aktuelle Rüstungen gibt's. Genau, das war Heft 030. Dann haben wir halt hier. Dann auf der Rückseite, wie immer, das Cover vom Avengers. Diesmal Avengers Assemble. Erscheinungstermin 2. September 2004. Genau. Natürlich, wisst ihr? Da. Also. Ich hinzu. Man erfährt so viel. So, dann weiß man erstmal, wie wenig man doch weiß. Genau. Da, und das ist ein Heft zum Sonderheft. Iron Man entdecke die Geschichte von Iron Man. Ultron triumphiert. Sonderheft zum Film. Es geht herum, genau. Es geht herum, die Bedrohung durch Ultron. In Avengers Age of Ultron bedroht ein mit künstlicher Intelligenz ausgerüsteter Roboter die Menschheit. Wird sie das gleiche Schicksal erleiden wie die Dinosaurier? Genau, das ist das Heft zu Age of Ultron. Ich muss sagen, das war ein wirklich guter Film, obwohl Ultron im Prinzip ein bisschen zu schwach war. Also diese What-If-Version von Ultron, die war meiner Meinung nach persönlich wirklich mehr nah an den Comics als dieser Ultron im MCU, der war halt. Ich hoffe immer noch, dass Ultron vielleicht irgendwann mal zurückkommt. Das weiß man nicht. Wenn das Multiversum sich so alles etabliert, wie sie sich das vorstellen. Im Multiversum ist alles möglich. Wie gesagt, da wird genau in diesem jetzt auch auf eingegangen. Nochmal auf Age of Ultron. Ich gucke den auch wirklich gerne. Also da kannst du auch nicht. Die Hulkbuster-Rüstung, die war richtig gut. Also das ist das. Genau. Ultron, das war. Ich fand den echt gut. Genau. Und jetzt halt nochmal. Genau. Da. Nochmal ein bisschen in die Vergangenheit. Dann geht es natürlich hier weiter. Die Mark III Rüstung linkes Bein 2. Genau, wir vervollständigen. Ah, wir können. Endlich geht es soweit, dass wir das Knie mit dem Oberschenkelteil mit dem Unterschenkel mit dem Unterschenkel verbinden. Genau, das seht ihr dann. Das ist echt geil. Da freue ich mich drauf gleich auf die Montage. Ja, da seid ihr leider nicht dabei. Ich habe das damals beim ersten Video gemacht. Aber wie gesagt, nee, da brauche ich auch Ruhe zu. Also ich mache das lieber so, ich erkläre es euch lieber und dann, genau. Und nee, muss da nicht haben. Also, keiner will ein Stundenvideo sehen. Ha, das reicht hier mit meinen guten 20 Minuten. Genau, hier nochmal. Go, die Komplettierung. Das wird richtig cool. Aber das macht, wenn ich auch schon sehe, was ich gleich machen muss, da freue ich mich richtig drauf. Also ja. Ultron triumphiert. Da geht es nochmal in die Comics. Hier wird nochmal drauf rumgegangen. Die Geschichte einer Niederlage. Genau, da reden wir nochmal drüber. Also auch die Comic-Geschichte. Age of Ultron, die war echt gut. Ja, also wie gesagt, MCU, Ultra Age of Ultron kann man mit dem Age of Ultron im Comics nicht vergleichen. Genau, da Age of Ultron, Mai 2013. Genau, das Cover. So, genau, und dann geht es natürlich weiter hier. Jetzt wird es interessant. In der nächsten Ausgabe, Bauleitung für das linke Bein 3, genau, und House of M, eine alternative Dynastie. Genau, House of M, das ist was. Ja, so, da sind wir hier. Heft 41, Stealth Argo. Bau deine Mark III Rüstung. Genau. Gab es hier eigentlich in diesem Heft eine Rüstung? Nee. Gab es, glaube ich, nicht. Diesmal nicht. Nee, es gibt eine Ultron Triumphiert. Genau, es ging um Ultron hier. Als halt Sonderheft war. Genau. Iron Man Heft 41, entdecke die Geschichte von Iron Man. Stealth Argo und bau deine, genau, die Stealth Argo. Dann halt M wie Mutant. Eine Alternative. Durch Scarlet Witch sterben in Avengers December, Vision, Hawkeye und Ant-Man. Ist sie damit auch für die Auflösung des Teams der mächtigsten Helden der Erde verantwortlich. Genau. Das Haus, die House of M-Dynastie, das war. Oh, das war auch da. Ja, das ist das, wenn die Mutanten das Sagen haben, ja? Das ist das. Da wird nochmal drüber geredet. Genau. Und die berühmten drei Wörter. No more mutants, genau.
Genau, das ist das. Keine Mutantkräfte mehr. Warum keine Mutantkräfte mehr? Liest mehr Comics. Genau. Dann hier bauen wir den linkes Bein. Genau, hier geht es darum, diesen silbernen Einzelteiler. Genau. Und dann sieht man dann halt, was am Oberschenkel, am linken Unterschenkel halt so Phase ist. Genau, oh, das finde ich gut, ey. Das finde ich so gut, ey. Seht ihr das? Das wird richtig gut. Linkes Bein Bauleitung, genau. Die ganze Comic, das ganze Design. Weil das ja hinten offen ist. Also bei Mark 3 ist ja das hinten alles offen, womit der die Ferse hier gestützt wird und die Leitungen. Ja. Das seht ihr dann hier. Also wer nicht genau weiß, wie der Iron Man Mark 3 ja, aussieht, guckt meine Videos zurück oder schaut euch nochmal Iron Man an. Also das Iron Man, dann seht ihr das hier. Und dann Ghost, eine Krachelgeschichte. Oh, Ghost. Ja, Ghost. Hier geht es darum um Ghost. Weil Ghost ist ja normalerweise ein Iron Man Gegner. Genau, wir haben sie gesehen bei Ant-Man and the Wasp. Hat nicht dementsprechend, wie es in den Comics ist. Fand ich aber ganz okay. Also Ant-Man and the Wasp war für mich ein guter Film. Also Ghost ist aber zu viel abgeändert worden. Also darum geht es dann halt. Genau, da wird dann über Ghost gesprochen. Was ist das denn? Das ist aber die Ninja-Rüstung, genau. Unter der Eigenschaft der Iron Man Rüstung werden vor allem die Feuerkraft, die Widerstandsfähigkeit und die Anpassung um Umwelt für die Video im Weltraum oder Tiefsee hervorgehoben. Viele haben aber auch ein häufig aufgetretene Besonderheit, die Tarnfähigkeit, genau. Das ist das Stealth Abo. Die Ninja Rüstung. Genau. House of M. September 2005, Heft 1, genau. Das ist das. Ja. Dann sehe ich schon was. Die Illuminati, genau, Illuminati. Ja, nicht die Illuminati, die ihr wahrscheinlich kennt. Oder in unserer Realität, genau, die Illuminati, der geheime Rat, ist halt, ist ein Rat, die haben damals den Halt auf Verband von der Erde. Genau. Die Illuminati ist ein Zusammenschluss von Namor, Blackborn, Professor X, Mr. Fantastic, Dr. Strange und Iron Man, das ist der geheime Rat. Das ist die lebenden Legenden. Das ist das. Das ist echt. Ja, wenn sie das irgendwann mal ins MCU bringen, das wäre richtig geil, aber. Ob wir das hier überleben wollen, schon alleine wegen Black Bolt. Die Serie ist ja, naja, eine Enttäuschung. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe den Trailer gesehen, damit der Scheiß. Ja. Darum, genau. Die Illuminati, der geheime Rat, da war halt Iron Man Teil davon. Ihr seht das nochmal. Genau, unten die lebenden Legenden. Genau. Ja. Und wir haben nun mal aktuell, Iron Man ist ja nun mal nicht mehr da. Dr. Strange haben wir noch und der Rest ist noch nicht da. Professor X noch im anderen Universum. Mr. Fantastic auch noch im anderen Universum. Black Bolt, ja, weiß ich nicht, wie man das erklären soll. Und Namor. Namor ist noch nicht aufgetaucht. Anspielungen gibt es schon. Aber naja, geht. Ja, wird halt nochmal über die Illuminati geredet. Da bin ich auch echt gespannt. Also wie gesagt, ich habe noch kenne nicht dazu gekommen jetzt. Ne? Ich komme mit einem Comics nicht hinterher. Also, ich lese die jetzt beim Fitness, genau. Wir beenden jetzt das linke Bein. Ja, genau. Wir nähern uns jetzt dem linken Bein. Mit der Vollständigkeit. Also das ist halt. Dinge mal, das werden wir vollständig kriegen, das linke Bein. So wie das aussieht, yo. Wird das hier vollständig? Wir werden gleich sehen. Genau. Oh ja. Das ist ja mal richtig gut. Da ist es. Da ist es. Das fiktive Universum, in dem Abenteuer, Elements und andere angesiedelt, besteht nicht aus einem einzigen, sondern tausend von Realitäten. Das Marvel-Universum ist also wirklich eigentlich ein Multiversum. Das ist es ja auch. Genau. Ein Multiversum. Genau da. Das ist das, genau. Das Multiversum, die tausend Welten des Tony Stark. Also das Multiversum brauchen wir jetzt nicht reden. Also die Türen sind ja schon geöffnet. Und das Finale kommt halt in No Way Home. Spider-Man No Way Home. Ja. Also das Multiversum, weil Loki verpasst hat, kann ich nur sagen. Warum? Warum hast du dir Loki nicht angeguckt? Genau, hier das Multiversum, genau. Da! Der alte Tony Stark von Erde X auf Alex was covered für erst. Das war gut. Ich meine, das, die Erde X, das war eine richtig geile Storyline. Erde X. Oh, das ist echt fantastisch. Oh,
Es gibt so viel Parallelwelten, hier wird das auch nochmal angesprochen. Ich kenne auch nicht alle. Also das Marvel Comic Universum hat die Erde hat 616 als Kennung und das MCU hat 1 und 5 mal die 9 als Kennung. Ja. So werden halt die ganzen Realitäten unterschieden. Genau. Ja, da wird es hier nochmal drauf reingegangen. Oh, die Erde X, die war so gut, ey. Das war eine richtig geniale Storyline. Wahnsinn, was für eine Geschichte, genau. Und dann reden wir über die Hydro. Dann gibt es hier weiter Hydro Armor mit Klauen unter Wasser. Wolverine, oh. Iron Man hat da bereits Rüstung speziell für den Einsatz unter Wasser. Die Wichser ist aber nicht in ihre Funktion, sondern die Geschichte aus der Reihe Wolverine, in der sich kurz auftritt. Genau. Oh, die kenne ich gar nicht. Eine Hydro Armor Rüstung mit Klauen von Wolverine. Oha. Naja. Das ist es ja. Gut. Dann das Cover New Avengers Illuminati Mai 2006 und in der nächsten Bauanleitung für das linke Bein im Land der aufgehenden Sonne ein Gaijin in der Rüstung. Oha. Ja, wir machen dann weiter. Also geht es da mit dem linken Bein weiter. Bin gespannt. Ja, das waren die Hefte zu den aktuellen Phasen 39 bis 42. Ich lege gleich los und wenn ich dann fertig bin, sehen wir uns hier, dann reden wir nochmal, wie das alles hier schön zusammen aussieht. Und dann schauen wir uns mal das Paket an. Ja? Gut, ich lege gleich los. Bis gleich. Ja, hier bin ich wieder. Ja, ich bin fertig. Ich muss sagen, es waren an manchen Stellen, ein bisschen, aber nur ein bisschen, klippe ich gleich, weil es richtig Detail, wirklich. Merkt man jetzt an dem Bau, an der Phase jetzt, merkt man wieder, wie Teil drin ist, denn ist es fertig. So halbwegs, jedenfalls untenrum. Genau, das ist das linke Bein vom Iron Man Mark III. Genau, so sieht das jetzt aktuell aus. Da steht sogar auch, dass es hier kippelt, aber das geht da runter um das Gelenk. Nachher, wenn der durch. Ich bin mal gespannt, ob der alleine steht, aber ich denke mal schon, wo der schwer ist. Wenn ihr wüsstet, wie schwer das hier ist, das ist echt alles aus Metall. Genau. Und ich habe jetzt, wie gesagt, die Baugruppe wurde ja beim letzten Mal fertig gemacht. Und jetzt haben wir uns halt hier rum. Das ist alles Metall. Und hier hinten seht ihr auch schon Details von dem Rückbereich, von den Steuerungen. Ja, und richtig genial. Seht ihr da die Flugstabilisatoren. Genau, und da seht ihr ja auch, wie detailgetreu das ist. Oder das eingebaut. Wir haben das jetzt hier verbunden. Also das komplette linke untere Bein ist jetzt fertig und dann bewegen wir uns beim nächsten Mal dann weiter hoch, machen das Gelenk fertig und dann ist irgendwann das rechte, das linke Bein, Entschuldigung, hier. Hier vorne fehlt noch ein Aufsatz, das ist gar nicht jetzt auf angewiesen, muss ich nochmal gucken. Ich glaube, das kümmern wir uns beim nächsten Mal, weil Schein und ich fällt mir jetzt bloß auf, aber ich denke mal, das ist beim nächsten Mal die goldene Platte, genau. Das wird dann halt, also wir bewegen, es hat sich wieder. Ich bin so super zufrieden. Schon mit den Details. Also, was sagt ihr? Geil oder was? Ist das geil, oder? Ja. Und es steht sogar alleine. Ja, es steht sogar alleine. Richtig, richtig, richtig pornomäßig geil. Ehrlich, weißt du, da kannst du echt nicht meckern. Und für die Leute, die sagen, es ist zu teuer, wisst ihr was? Wenn ich das jetzt hier schon sehe, wenn man dran denkt, das ist hier, dann ist der ist irgendwann so. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, das wird echt ein Monster. Naja, auf jeden Fall, Hammer. Das soweit Judy macht, ich finde das richtig geil. Ich bin echt einfach begeistert. Ich bin einfach nur begeistert, wie geil das ist. Wie schön der jetzt schon ist. So, das wird richtig geil nachher, wenn es nachher um den Torso geht und so. Das Ganze ja dann nochmal, die rechte Beine und so ist hier da klar. Ja, genau, auf jeden Fall packen wir das heilig schöne Stück jetzt mal zur Seite. Ja, oder? Geil, oder? Ja. Und jetzt ist es soweit, wir werfen endlich einen Blick in die riesengroße Kiste, wo ich selber sagen muss, oh, ich bin so gespannt, was da drin ist. Ich bin selber jetzt, es ist schwer. Und darum werfen wir mal einen Blick rein. Ich kann immer nur wieder sagen, original verschlossen, also ich habe noch nicht gespielt. Genau, also, ja. Genau. Bin ich mal echt gespannt, warum diese Kiste so groß ist. Also ich sehe dann, oh, da ist was Weißes drin.
ist was Weißes drin. Halleluja. Also wir haben hier die guten Komponenten. Genau. Das ist halt das, was wir lenkt. Genau. Und. Die Powerbank ist hier. Die Powerbank ist hier drin. Ha! Seht da mal. Hier steht es drauf. Die Powerbank. Die Powerbank ist hier drin. Wie gesagt, wurde ja Basecar, Switch, Basecover, Switchplate, Basewitch. Die Powerbank ist hier drin. Oha, da ist noch ein Teil drunter. Warum nicht so großes? Aber ich glaube es auch. Ah, hier ist die Powerbank. Hier ist die Powerbank. Und ich glaube, irgendwas Basecover, Switchplate. Das hat was mit dem Ständer zu tun. Denn es gibt zu diesem Ironman noch einen Ständer. Aber das sehen wir erst. Seht ihr oder sehe ich erst im nächsten Video. Darum wird ja nicht mehr verraten. Wie gesagt, hier ist die Powerbank drin. Guten Teile. Und da ist der Ständer drin. Irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob man den selber bauen muss. Den Ständer kriegt man dazu, wenn man per Einzugsermächtigung macht. Kreditkarte oder so. Dann kriegt man den Ständer dazu. Der ist schwer. Bin echt gespannt. Also ich werde mich beeilen, dass ich das nächste Video schnell fertig mache, damit ich mal sehen kann, wie das aussieht. Jetzt bin ich ja noch neugieriger als vorher. Aber ich halte mich unter Kontrolle. Ja! Ich halte mich unter Kontrolle, denn ich habe Willenskraft. Ha! Ja, das war mein Video. Hat es euch gefallen? Wenn es euch gefallen hat, macht dann bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr mehr sehen von mir und dem Ironman von Mark 3 und anderen so ein Kram, alles wenn es Marvel geht, aber auch mal vielleicht mal DC hält oder was auch, was ich jeweils cool finde, dann abonniert mich, würde mich freuen, empfehlt mich weiter und den Rest, yo, das war's, den Rest sehen wir, genau, sehen wir. Denkt immer dran, genießt den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Bis dann. Tschüss, euer Elektroboymetzer.